damit hallo und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Ja, in der letzten Folge sah es grafisch nicht so schön aus hier. Ganz schön doll. Ja, wohl ein hitziger Winter. Seht ihr das Licht? Das ist der Leuchtturm vom Fischerdorf. Dort liegt Sophias Boot. Fahren wir wirklich bei dem Wetter zur See? Hey, wer seid ihr? Kommt verdammt! Bleib hier! Was machst du da? Hey, hör auf! Jetzt hast du es geschafft. Da kommt noch einer. Ja, und? Den knöpfe ich mir vor. Auf dein Signal. Du befiehlst, ich gehorche. Wie denn? Halte LB, also L1 gedrückt. Drücke dann Y, um Arnold kämpfen zu lassen. Hallo. Ja. Nein, nein. Doch. Da drüben seid ihr. Also, ja. Schnapp ihn dir. Ach so, erst wenn das Y kommt. Ah. Du und ich. Okay. Gut gemacht. Ich kann sehen. Das sehe ich. Ja, das ist ganz cool. Was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich unterbrochen wurde, dass die Grafik tierisch schlecht war im letzten Teil. Die ist jetzt zum Glück wieder etwas besser. Aber irgendwie immer noch nicht so, wie ich es vom ersten Teil gewohnt war. Also vom ersten Teil generell. Hier können wir runter. Die haben alle... Moment, hier können wir noch was einsammeln. Okay, da können wir uns theoretisch entlang schleichen. Ich weiß nicht, warum wir dann gerade hier runterspringen sollten. Gut. Was haben wir denn eigentlich? Wir haben keinen Turmkrug mehr. So, da können wir alles nichts mehr machen. Ja, ich habe das ja etwas verballert. Ach so, wenn ich denen jetzt aber die Dinge ausmache, bringt mir das nicht viel, ne? Erledige ihn, Anno! Bereit für den Kampf! Ja! Komm nur her! Der Typ ist cool, den will ich das ganze Spiel dabei haben. Das ist echt cool. Ja, den anderen kannst du auch erledigen. Moment, ich kann aber nicht drücken. Ja. Anno, schnapp ihn dir! Ich bin immer kampfbereit. Ja, ich mach kurze Prozesse. Ja, mach das. Schnapp dir auch den anderen. Jetzt, genau. Geh in die Hocke, wenn er direkt hinter dir ist. Kein Thema. Ja, nur du und ich. Ja. Es ist einfach nur geil. Ich will den wirklich das ganze Spiel über dabei haben. Das ist so genial. Der erledigt die ganzen Wachen für mich. Salpeter. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt hier gerade rum schleiche. Hier haben wir nichts mehr drin, was wir noch brauchen. Okay. Und da ist noch was. Das ist aber echt cool. Ah, da war noch ein Pfeil, ein Pfeil, ein Pfeil. Ich will den Pfeil. Nein, wieso kann ich den Pfeil nicht nehmen? Weil ich zwei drin habe. Okay. Ist Sophia deine beste Freundin? Nicht wirklich. Wir sind gute Partner, aber keine guten Freunde. Und was heißt das? Wir arbeiten gut zusammen, aber irgendwann gehen wir uns an die Kehle. Wie schockierend. Arno, schnapp ihn dir! Kämpfen wir! Ach, der guckt zu mir, deswegen ist der die ganze Zeit so. Hey, stehen bleiben! Nö, da war nix. Da läuft nur ein großer Bär auf dich zu. Das ist so hammergeil. Ich sage, das will ich das ganze Spiel über haben. So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir eigentlich hin? Wenn das immer nur so wenige sind, dann brauche ich nicht zu schleichen. Das Problem ist nur, ich weiß natürlich nicht, wo da hinten stehen zwei auf einmal. Kriegt der es auch mit zwei hin? Ich weiß es nicht.
Müssen wir denn... Ich hab's jetzt gar nicht mehr. Wir müssen zum Leuchtturm, ne? Der ist aber eigentlich unten. Das heißt, dass wir eigentlich hier unten weiterschleichen könnten, oder? Verstehe ich das hier falsch? Ich hoffe nicht, dass man da jetzt nachher... Oh nee, da hinten ist zu, ne? Ja. Nee, da können wir hoch. Die stehen jetzt hier irgendwo oben. Wenn die Gegner zu lange in der Überzahl sind, werden sie Arnold irgendwann töten. Ah, okay. Also ist doch nicht so gut mit zwei auf einmal. Mann, was habe ich denn jetzt heute mit meiner Stimme? Los, hoch da. Ich versuch's. Ja, nicht, ich versuch's. Einfach hoch da. So. Da hinten sind zwei. Ah, da ist... Ah, den können wir auf jeden Fall. Aber der ist zu weit weg jetzt. Ich hoffe, dass wir die oben nicht alarmieren. Ah, komm nochmal zurück. Das ist schön. Genauso wünsche ich mir das. Wieso kann ich diese Scheiß... Dings nicht anvisieren? Nein. Boah, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ich kann diese blöde Laterne nicht anvisieren. Ist das euer Ernst? Jetzt hat die nicht ernsthaft die Laterne anvisiert beim letzten Schuss, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ey. Ich muss dieses Spiel nicht verstehen. Ich drücke die ganze Zeit, während ich ziele, bevor ich ziele, drücke ich die ganze Zeit nach rechts. Nichts passiert. Kommt der hier rum? Hat der eine Laterne oder geht er da nicht dran vorbei? Das ist jetzt die Frage. Er hat keine Laterne. Naja, das heißt aber, er kommt auch nicht an ihm vorbei. Das heißt, wir müssten theoretisch übers Wasser schleichen. Was natürlich schlecht ist. Oder tatsächlich den Weg wieder zurück. Weil da vorne sehen die uns, wenn wir da durchkommen. 100 pro. Ah, das ist doof. Also, ich denke, wir müssen tatsächlich hier wieder zurück. Das ist wirklich, wirklich doof. Die da ja... Ja gut, ich könnte was machen, dass die kurzfristig weggehen, aber... Moment, hatten wir alle Sachen aus der Kiste hinten rausgeholt? Ich glaube, ein paar Sachen konnten wir nicht nehmen, oder? Jetzt haben wir ja ein bisschen aufgefüllt wieder. Sollte ich mir überhaupt mal angewöhnen, dass ich, wenn ich schon... Ah, nee, kann ich trotzdem nicht. Nee, schade. Wenn ich nämlich schon an der Kiste stehe, dass ich das alles mal ein bisschen auffülle und dann dementsprechend... na, ihr wisst, was ich meine. Ich bin gerade etwas abgelenkt. Das waren aber nur... Ja, das waren nur die Sachen, wo man gegenhauen konnte. Okay, das ist natürlich jetzt problematisch mit dem. Ich stehe noch auf der... Ja, ich stehe noch auf der Schleuder. Ich könnte den einen natürlich ablenken, aber das macht Lärm. Das ist halt das Problem. Wobei der eine hat keinen Helm, aber der wird wahrscheinlich... Oh, lass mich doch mal treffen hier. Sie haben uns gesehen. Ernsthaft? Hast mich gerettet. Hey.
Wieso habe ich ihn gerettet? Wie dämlich ist der denn, dass der sich so blöd davor stellt, dass ich den dann überhaupt nicht mehr angreifen kann? Also ehrlich. Oh. Ja, komm mal ein bisschen näher, damit der andere nicht so nah dran ist. Gehört ganz dir, Anno. Ja, komm nur her. Verlieren. Kassier, Frage. Okay, perfekt. Gut, dass du das gemacht. Sehr gut. Jetzt laufen wir aber nicht im Weg rum. Nichts nehmen. Was ist denn jetzt mit dem anderen? Den habe ich aber jetzt nicht getötet. Wo ist denn der jetzt hin? Hä, der liegt doch da. Das verstehe jetzt, wer will. Oh nee, aber hier müssen wir... Nein. Aber... Oder? Da wäre noch ein Pfeil gewesen. War das? Erledige ihn, Anno. Ja, ich mach kurze Prozess. Genau. Nein, Ende. Das hast du gut gemacht. Sehr schön. Kriegst einen Keks von mir. Okay, ich denke mal, das war tatsächlich so, dass wir die hier rechts loswerden mussten. Den einen. Das wäre jetzt irgendwie... Oh, da unten kommt wieder ein Einzelner. Ich meine, es ist gut, dass das ein Einzelner ist. Es ist nur schlecht, dass da hinten immer noch die zwei stehen. Kann es sein, dass wir durch die Höhle vielleicht müssen? Der Regen ist irgendwie echt komisch dargestellt hier. Na, der kommt gar nicht hoch. Das ist schlecht. Guck, guck hier. Nein, der ist nicht ermordet. Die haben aber beide. Er ist wirklich tot. Die haben beide einen Helm auf, dafür oder? Dafür wird jemand büßen. Wenn ich das richtig sehe. Also ich würde gerne den einen nach oben locken. Leider gucken die jetzt da unten. Der andere hält ein bisschen Abstand, aber ich weiß nicht, ob der den bis dahin erledigt hat. Was sind wir jetzt? Oh, weiter. Wenn wir sie nicht sehen, sehen sie uns auch nicht. Mein Problem ist halt, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier links rum muss oder ob ich jetzt am Strand entlang muss. Ich denke eher, dass ich am Strand entlang muss. Aber der Typ hat keinen Helm auf, oder? Hat der jetzt einen Helm oder eine Kapuze auf? Das ist immer ein bisschen näher. Vor allem, man sieht überhaupt nichts bei diesem Spiel. Ich meine, am Anfang war es nicht so extrem, aber in letzter Zeit, und ich habe extra mehrfach nachgeguckt, also steht immer noch auf der besten Auflösung, aber es ist einfach grottenschlecht im Moment. Das Einzige, was ich noch ausprobieren könnte, dieses V-Sync eventuell rausnehmen. Bist du noch da? Ich hoffe, der ist noch da. Ich sehe ihn gerade nicht. Gehört ganz dir, Anno. Ich bin immer kampfbereit. Ja, dann geh. Nur du und ich. Ist der Typ noch überhaupt nicht ansatzweise tot? War klar, dass ich siege. Ja, kein Thema. Ich klaue mir mal seinen Schwefel. Okay. Vielleicht sollten wir uns erstmal um denjenigen hier draußen kümmern. Erledige ihn, Anno. Kämpfen wir. Ja, ich mach kurze Prozess. Mach das. Können wir in der Zeit hier schon mal die Sachen rausholen?
So, meine große Frage wäre jetzt, müssen wir in die Höhle? Weil eigentlich müssen wir... Ach so, wegen den Ratten vermutlich. Ah, okay. Okay, wir müssen in die Höhle. Frage ist nur, wie kriegen wir das jetzt hin? Weil er stirbt ja bei zwei Leuten. Die haben natürlich beide einen Helm auf. Natürlich. Die bewegen sich auch nicht, ne? Doch, der bewegt sich jetzt. Ja, wenn er weiter weg ist, könnte ich den... Gehört ganz dir, Anno. Ja, komm nur her. Verlieren. Nie in Frage. Okay, jetzt ist er zumindest allein. War klar, dass ich siege. Okay, ich kann hier nichts aufnehmen. Was seid ihr für Schweine? Okay. Harz? Habe ich doch mit Harz gearbeitet? Ich bin mir gar nicht sicher. Da war aber, glaube ich, direkt noch einer, oder? Wie war das nochmal mit dem... Oh, oh. Komm, komm, komm. Anno, schnapp ihn dir! Ja, ich mach kurzen Prozess. Der andere steht da ganz locker hinten. Kein Thema. Ist nicht so auffällig, wenn hier einer am Kämpfen ist. Okay, das nehmen wir mit. Die Frage ist nur, ist da noch einer oder kann der den alleine angreifen? Anscheinend kann er ihn alleine angreifen. Dann. Wo ist er jetzt hin? Da. Dann schnapp ihn dir. Ich bin immer kampfbereit. Ja, komm nur her. Ich mache in der Zeit schon mal ein paar andere Sachen wieder hoch. Ja gut, sonst hätte er wahrscheinlich, wäre er wahrscheinlich dahin gelaufen. Also da können wir rum. Und da können wir rum. Auf beiden Seiten kommen wir raus. So wie es aussieht. Gehen wir erstmal hier rum. Ich weiß ja nicht, ob wir sonst irgendwas verpassen. Normalerweise, oh ja, das hätten wir verpasst. Normalerweise müssten wir am gleichen Punkt rauskommen. Ah, fünf Stücke, sehr schön. Okay, da sind die Ratten. Wir kämen dann dahinter aus. Das ist gut. Unten ist auch noch irgendwas. Ach, das können wir wegziehen, oder? Aber wir können doch oben einfach rum, oder nicht? Moment, da liegt, glaube ich, noch was. Ein Krug, sehr schön. Da hinten liegt was und da hinten sind Leute. Die Frage ist, wenn ich das jetzt mache, werden die angelockt oder nicht? Ich meine, die müssen das ja mitkriegen, ne? Nein, sie kriegen das nicht mit. Das ist gut. Die sind ein bisschen taub. Okay, jetzt gucke ich aber trotzdem noch mal, was da oben ist. Ob wir da jetzt einfach durchgehen konnten. Theoretisch. Ob da Ratten sind oder... Oh, das ist noch einer. Der scheint alleine zu sein.
Frage ist, kommt der in unsere Richtung? Weil da hinten, der jetzt hinläuft, glaube ich, ist nämlich noch einer hingegangen. Ja, die sind jetzt relativ zusammen. Nein, du hast mich nicht gesehen. Nein, nein, nein. So sieht der mich bis hier hinten. Wo ist der Typ denn jetzt hingegangen? Hallo? Kleines Kerlchen, kleiner Wachmann. Wo bist denn du hin? Komm doch mal nach hier. Ach, der ist ja vorne bei dem. Das ist halt jetzt das, was schlecht ist, weil die haben alle einen Helm auf dem Kopf. Na gut, zur Not könnte ich jetzt noch mit der Armbrust schießen, fällt mir gerade auf. Die haben alle einen Helm auf dem Kopf und sind relativ nah beieinander. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der kommt zumindest noch hier. Warte noch mal ein bisschen, bis der weit weg ist von den anderen. Arno, schnapp ihn dir! Bereit für den Kampf! Ja, ich mach kurze Prozess. Ha. Wir haben Besuch! Komm ja. Wenn der jetzt alleine kommt, dann ist das okay. Erledige ihn, Arno! Nur du und ich. So. Ja, komm dahin. Gehört ganz dir, Arno. Endlich. Aber einer fehlt noch mal, nicht? Okay. Da, ja, genau, da hinten, der am Strand. Aber der am Strand, der sieht uns, glaube ich, nicht, oder? Ich gehe mal so kackendreist einfach durch. Okay, perfekt. Den können wir nicht nehmen. Da sehe ich jetzt auch keinen anderen. Dass der tatsächlich alleine ist. Schnapp ihn dir. Hallo, schnapp ihn dir. Kämpfen wir? Ja, ich mach kurze Prozess. Ja, wo läuft der denn jetzt rum? War klar, dass ich siege. Ich bin noch gerade. Moment, da hinten kommen wir hoch. Hier vorne kommen wir nämlich nicht weiter, so wie es aussieht. Wir können hier nochmal kurz gucken. Oder, ach nee, wir sind da aus der Höhle gekommen, glaube ich, ne? Ah. Hier wird's langsam schlimmer als in Guyenne. Wir kommen gut voran. Was macht der Kopf? Er hält. Ich mag deine neuen Haare. Mein Werk. Oh, bitte. Ja, ist doch schön. So, es ist gut, dass ich nichts sehe, also niemanden sehe. Es ist schlecht, dass ich denke, dass jetzt wahrscheinlich eine Horde reinkommt. Der Regen wird schlimmer. Das ist nur ein Sturm. Hoffentlich lässt er nach, bis wir beim Boot sind. Hoffentlich kommen wir da überhaupt hin. Okay. Für dich bedeutet alles Pech. Los, patrouillier weiter und pass auf deinen Arsch auf. Wir sind gleich da. Haskars, lustiger Name. Gehen wir weiter. So kann ich das wieder nicht amüsieren. Der zieht immer nach. Das ist doch nicht normal. Ja, quiekt nur, wenn euch das glücklich macht.
Wir haben Gesellschaft. Findet sie. Schnappen wir sie uns. Keine Ahnung. Also er will's nicht. Nein. Jetzt weiß ich, wo ihr seid. Da! Lasst sie nicht entkommen! Eindringlinge, halten wir sie an! Ja, genau. Ich habe ihn zwar gerade zum Angriff geblasen, aber kein Schema. Oh fuck, oh fuck, das war's falsch. Nee, Moment, ich hab die Schleuder drin. Komm da raus! Komm da raus! Komm da raus, schnell! Och, dein Ernst, warum bleibt dieser Vollidiot mitten im Feuer stehen? Das war doch jetzt ein Scherz, oder? Das war doch jetzt echt ein schlechter Scherz. Ja, du kannst gleich kämpfen, wenn er noch hier kommt. Ja? Oder oben ist noch einer. Dann kommen wir ein Stückchen nach hier. Ja, da oben macht mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Geht der denn jetzt hin? Deine Männer sind auch nicht besser. Gesetzloses Pack alle zusammen. Typischer Soldat. Ja, wo ist der jetzt hin? Hallo? Dein Ernst? Hier schleicht jemand rum! Sucht alles ab! Dann mal los! Dein Ernst? Warum funktioniert das nicht mehr? Ich verstehe es nicht. Das ist das doch. Das ist doch das, was normalerweise das Zeug, ne? Er kommt her. Es macht nichts, dass er herkommt. Darauf habe ich ja gewartet. Wieso greift er den jetzt nicht an? Hallo? Hallo? Oder soll den angreifen? Wieso greift er den jetzt nicht an? Wieso kann ich das nicht machen? Arno? Was bist du für einer? Den greift er jetzt auch nicht mehr an, oder was? Du sollst angreifen. Steckt euch! So leicht entwischt ihr mir nicht! Das ist nicht dein Ernst. Wieso kann ich den jetzt nicht mehr zum Angreifen schicken? Ich lock die extra nach hier. Oh, jetzt sind die Ratten hier vorne. Wenn wir jetzt da durchkriechen, gehen die dann auf. Die Wellen sind unheimlich. Das geht vorbei. Willkommen zu deiner Hilse. Lakuna ist hübsch und sonnig. Ja, ich freue mich. Wir sind fast da. Ach nee, die fressen den Typen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich versuch's mal. Wobei das auch eine Möglichkeit wäre. Es sind zu viele, Amicia. Dann halt nicht. Das visiert er damit. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Wieso kann ich das mit dem anderen nicht anvisieren? Erledige ihn, Anno.
erwischt. Ja, wir haben dich erwischt, ja. Ja! Verlieren kam nie in Frage. Wenn ich euch finde, seid ihr dran. Mhm. Okay, da unten sind auch Ratten. Ah, da kommt der Typ wieder. Wenn der sich mal richtig umdreht, könnte ich da vielleicht treffen. Ja, oder so. Das war jetzt nicht das, wie ich treffen wollte, aber das ist auch in Ordnung. Also irgendwie, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil manchmal kann ich dann nicht auf den Typen, also auf den Körper bzw. den Kopf zielen. Manchmal kann ich nicht auf die Dings zielen, auf die Laternen. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Wenn ich jetzt sage, der soll angreifen, dann rennt er wahrscheinlich durch die Ratten durch, oder? Er soll eigentlich nur noch hier kommen, um zu suchen. Damit Arno nicht in den Ratten drin hängen bleibt. Ja, komm mal ein bisschen näher. So kann ich jetzt nicht sagen, dass er angreifen soll. Hallo. Arno, schnapp ihn dir. Ja, nur du nicht. War klar, dass ich siege. Steh auf! Hey! Na, komm nach hier. Er ist tot. Ich finde deinen Mörder. Ah, dreh dich bloß nicht um. Ehrlich. Na, komm. Komm. Komm noch ein bisschen weiter. Oben kann ich ihn nicht zu dir schicken. Oh, das ist so selten dämlich, ehrlich. Ah, komm, komm. Hier, du greifst jetzt nicht an. Da ist er. Jetzt läuft er da hinten durch. Das ist echt nicht euer Ernst jetzt, ne? Kuckuck. Selbst dann sieht er uns nicht. Der Typ ist mir echt zu dumm, ehrlich. Dann kannst du anlocken, wie du willst. Passiert nichts. Ist da einer drin? Da habe ich was gehört. Ja. Mach das. Ich wollte gerade sagen, kämpft er auch nochmal mit ihm? Oh, da unten ist einer. Komm schnell rein, Arno. So, da können wir wieder nichts mitnehmen. Oh, das ist so ätzend. Gut, theoretisch könnte ich natürlich die Pfeile hier benutzen. Ich denn hin? Nicht darum, ne? Da rechts war noch ein. Arno, schnapp ihn dir! Oh, fuck.
Wieso kann ich dir nicht hier hinschicken? Erledige ihn, Anno! Nur du und ich! Greif die Eindringlinge! Komm, bring ihn um! Mist, ich hab's. Gehört ganz dir, Anno! Ja, komm nur her! Verlieren! Okay, aber so wie es aussieht, kann ich leider nichts davon nehmen. Nein, schon wieder ein Unfall. Sind da unten jetzt noch irgendwelche? Runter. Ja. Heieiei. Da ist noch was. Wahrscheinlich wieder alles nur Sachen, die wir doch haben. Mal gucken. So. Okay. Langsam müssen wir auch mal bald da sein. Sieht sicher aus. Ja, sicher genug. Da ist es, Amicia. Können wir es schon mal ohne Sophia ansehen? Ich weiß nicht, Hugo. Ich zeig's ihm ruhig aus. Keine Furcht, wir sind gleich hier. Lass die Ratten los, wenn er nicht nett ist. Ja. Es ist nicht lustig, wenn sie solche Sachen sagt. Doch, ist es. Geht's dir gut? Nein. Wir haben uns kennengelernt und schon schulde ich dir was. Du schuldest mir gar nichts. Du machst nicht die Regeln. Na schön, wir könnten auch für den Anfang Freunde sein. Versuchen wir es. Aber am Ende wirst du mich auch töten wollen. Ja, neue Angriffsfertigkeit, Erholung. Okay. Aber wir sollten weiter schleichen. Ist hier noch... Aha, ist eine Werkbank, eine Werkbank. Gut, sehr schön. Dann an die Arbeit. Wahrscheinlich kann ich wieder nichts machen, genau, weil ich nicht genug Teile habe. Das war mir sowas von klar. Ja, das bringt uns nichts. Fertigkeiten, das ist zwar schön... Aber wir haben, Moment, wieso haben wir null Teile eigentlich? Wir haben doch eben noch Teile eingesammelt oder haben wir die rechten Teile eingesammelt? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Da können wir nichts mehr machen. Wieso stand es denn? Moment, jetzt muss ich doch nochmal kurz gucken. An die Arbeit. Ja, ja. So kann ich nicht nach rechts. Hier, war das nicht hierbei, wo der eben so Inventar ist voll? Nö. Der hat so ein komisches Geräusch gemacht, als ob ich doch noch was hätte machen können, aber anscheinend nicht. Messer können wir auch nicht mehr holen. Wie viele Messer haben wir überhaupt?
eins. Ich weiß gar nicht, wie viele Messer wir überhaupt mitnehmen können. Ich glaube, wir können nur eins mitnehmen, oder? So, das ist also die Raskas? Die einzig wahre. Hoffentlich ist sie noch heil. Anno? Wo ist Hugo? Ich bin hier. Das ist so toll. Was machst du hier draußen? Rein mit dir. Du bist klatschnass. Ja, in die Kabine. Also, wie kriegen wir das Ding ins Wasser? Du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Lacuna. Es ist die Kurbel am Bug. Überlass das mir. Ja. Okay. Ziemlich schwer. Es ist ein Anker. Er soll verankern. Er hängt. Sophia, ja, natürlich. Wir haben den Anker blockiert. Dreckskerle. Geh zum Steg mit der Kurbel. Damit kann man die Kette bedienen. Zum Steg mit der Kurbel. Da hinten die wahrscheinlich. Ja, ich habe ja auch nichts Besseres zu tun. Kannst du dich nicht um die kümmern? Ich sehe nach. Doch, doch, kann ich. Ich weiß nur bei den ganzen Sachen schon langsam nicht mehr, was jetzt eigentlich was ist. Das ist der Teer. Der macht jetzt die größere Explosion. Na, eigentlich müsste ich den Ingwertopf nehmen. Die Frage ist, schaffe ich das in der Zeit mit dem Ingwertopf? Oh, das wird spaßig. Sophia scheint dich nicht zu mögen. Ja, lauf! Hallo! Aber ich hab was bei ihr gut. Was? Ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht. Verstehe. Vielleicht hätten wir das auch damit machen können. sehe ich jetzt gerade. Das können wir aber nochmal auffüllen. Nein, so jetzt auch zurück zur. Vielleicht aber auch nicht. Achso, doch, das muss ich schießen. Mahlzeit. Okay. Guter Schuss. Alles klar. Die Kette blockiert den Anker. Na los. Da ist ein Gegengewicht mit deinem Schloss. Ich kann es zerbrechen. Ja, toll. Dann hätte er das immer machen müssen. Oh, ernsthaft? Hilfst du kurz, Anno? Alles klar. Wir sind fast da. Bald sieht der Bude Lacuna. Ich hoffe es. Ich sehe einen sauberen Schuss. Lichten wir den Anker und segeln los. Kommen wir jetzt hier durch? Ja, ne? Sieht so aus. Also musst du es wissen. Hugo stirbt. Was? Sein Blut ist vergiftet. Wenn es eine Heilung gibt, dann auf der Insel. Dann sollten wir ihn hinbringen. Das werden wir. Darum geht's. Amicia, geht es jetzt los? Hey, was habe ich gesagt? Zurück in die Kabine. Ja, Captain. Also dann zurück zum Anker. Ja, komm. Eben ging das auch, indem ich im Kreis gedreht habe. Los. Du bleibst drin. Gleich geschafft. Ich gehe nach Backbord. Na gut. Ich zur anderen Seite. Muss ich das mit Y? Ja. So, jetzt. Ja, wir schaffen es. Wir kommen hier weg. Sag das nicht immer zu früh. Was? Das Segel rollt sich bei mir nicht ab. Sollte es aber. Oh ja, klar. Sophia, komm. Was jetzt? Mist! Die haben mein Segel zusammengebunden? Dann binden wir es los. Wir haben keine Zeit, da hochzuklettern. Ich könnte es durchtrennen. Ja, geh zum Steg auf Steuerbord. Von da aus kommst du besser dran. Aber lass das Segel heil. Ja, ich hätte es ja gerne von hier aus angeschossen. Mach dich bereit. Wir segeln nach Lacuna. Lacuna! Wir fahren nach Lacuna!
Moment. Ich trigger doch bestimmt irgendwas, wenn ich das mache, oder? Dann kann ich kurz vorher nochmal hier reingucken. Naja gut, viel war es jetzt nicht. Ich verstehe. Ich muss aber wohl doch hier von ganz hinten. Du schaffst das, Amicia. Tu meinem Boot nicht weh. Sie kriegt das hin. Sie ist gut. Amicia, geh auf den Steg und schau dir das Segel an. Jetzt noch weiter weg. Ein Schloss. Ja, das haben wir schon die ganze Zeit rausgefunden. Amicia, still! Amicia, wir segeln! Hörst du nicht? Wir segeln! Auf dem Meer! Wo willst du hin? Sehnt sich denn eure ganze Familie nach dem Tod? Schon gut, ich hab dich ja.